Das Subsidiaritätsprinzip von lateinisch subsidium, Hilfe, besagt, dass eine Aufgabe möglichst von der kleinsten zuständigen Einheit übernommen werden soll. Übergeordnete Einheiten sollen immer nur dann helfend eingreifen, wenn sich die unteren Einheiten nicht mehr selbst helfen können. Das Subsidiaritätsprinzip hat seine Ursprünge sowohl in der katholischen Soziallehre als auch im Liberalismus. Ausgangspunkt ist das Menschenbild eines eigenverantwortlichen und freien Individuums. Daraus resultiert die Idee eines auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung gegründeten Gemeinwesens. Das Subsidiaritätsprinzip ist ein wichtiges Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, welche durch das Solidaritätsprinzip ergänzt wird. Gesellschaftliche und/oder staatliche Hilfen sollen nur dann unterstützend oder ersatzweise gewährt werden, wenn die Kräfte des Einzelnen nicht mehr ausreichen, seine Funktion wahrzunehmen. Vorrang hat dabei die Hilfe zur Selbsthilfe. In der Finanzwissenschaft bezeichnet Subsidiarität die Regelung der Aufgabenverteilung zwischen Privaten und dem Staat. Demnach soll die Verantwortung für eine Aufgabe immer der jeweils kleinsten geeigneten Einheit übertragen werden. Dies können Individuen, private Haushalte oder öffentliche Körperschaften wie Gemeinde oder Verbände sein. Das Subsidiaritätsprinzip spielt vor allem in der Sozialpolitik eine wichtige Rolle. So werden bestimmte staatliche Transferleistungen, wie beispielsweise die Ausbildungsbeihilfe, nur gezahlt, wenn der Einzelne weder alleine bzw. mit seiner Familie eine Ausbildung finanzieren kann. Auf EU-Ebene darf die Gemeinschaft nach dem Artikel 36 aus dem EG-Vertrag nur dann tätig werden, wenn dies die Aufgabe erforderlich macht und sie die EU-Mitgliedstaaten dazu ermächtigen. Das betrifft beispielsweise bestimmte Allmendegüter wie der Schutz der Fischbestände in der Nordsee.